Das, was wir drin begonnen haben, geht hier weiter. Und das lasse ich gar nicht erst anbrennen. Sie kann kurz ein Hörzeichen bekommen. Also gehe nach vorn, so wie hier. Kommt zu mir wieder von der Ablenkung. Der Kameramann ist da gerade rumgelaufen. Dann wird das angeklickert, bekommt wenig wie. Prima. Und dann sehe ich zu, dass ich hier weiterlaufe. Ach so, nochmal von vorn. Die ersten fünf Minuten, ja, oder so, da gebe ich hier, sage ich hier, Lauf, Avanti, Vai, dass sie halt läuft und kurz pullert. Das hat sie jetzt auch gemacht, dann kam sie wieder hierher und dann versuche ich das so beizubehalten. Und diese Wartezeit, das ist so wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Man denkt, der Hund macht nichts, aber das ist ja genau das, was man später, dass der Hund, also man denkt immer, der macht nichts, der steht hier nicht nur rum, aber das ist das, was man belohnen muss. Und meistens, wenn die Hunde dann vorgehen, irgendwo hinziehen, dann meckert man mit denen und dann bekommen die Zuwendung. Die bekommen also immer dann Zuwendung, wenn sie etwas tun, was wir nicht möchten. Ja? Und da sagt der Hund, alles klar, wenn ich ein bisschen Unterhaltung brauche, dann ziehe ich an der Leine, gehe irgendwo hin. Wenig wie Ferma. Na, dann kommt das Hörzeichen Ferma, ist für warte, bleibe da, also warte. Und dann bleibe ich hier stehen. Ich kann telefonieren, ich kann ein bisschen sprechen. Ich kann mich mit jemand unterhalten und das ist die Übung, die ich brauche für die Zukunft. Damit mein Hund überall hin mit kann. Ja? Okay, do. Geh mal ein Stückchen zurück und dann will ich mal zeigen. Vienikon ansprechen. Linker Fuß geht zuerst. Ferma. Prima. Das habe ich im Stubentraining schon geübt und setze das jetzt fort. Vienikon. Bin ich drauf? Ferma. No. Ja, da weiß der Geier, was da rumliegt. Und wenn der Hund mir zu weit vorgeht, dass er hier überdreht, das ist ja per se nichts Schlimmes. Dann hole ich mir hier wieder zurück, kommt hier die Belohnung in dieser Position, wie ich dann ja auch wieder losgehen werde. Ja? Vienikon. Guck mich an, was will ich mehr? Guck dir das an, was will ich mehr? Vienikon. Gehen wir los. Ferma. Und am Anfang müssen die Strecken klein gehalten werden, damit der Hund das überhaupt leistet. Wenn wir jetzt 100 Meter laufen, kann sein, geht er irgendwo hin. Ne? Und dann gehen wir einfach jetzt ein Stückchen weiter zurück. Vienikon. Wenn er so vor mir steht, dann gehe ich hier lang. Der rechte Fuß geht hier gegen. Und nun weiß sie, dass sie im Weg steht. Ne? Hier gegen. Und jetzt läuft sie ja neben mir, wird gleich bestätigt. Gehe ich außen rum um den Hund, dann lernt er ja nie, dass er im Weg steht. Sondern denkt, das muss so sein. Ja? Dann ärgern sich die Leute, dass er immer so vor ihnen steht. Aber ne, er hat das ja so gelernt und dann gehen die hier so drumrum. Prima. Wenn das so klappt, gehen wir zum Ende bitte. Gehen wir zurück zum Ende. Na, bis zu dem Fall wenigstens. Vienikon. Ja, es guckt mich an, solange warte ich. Da hat er unten umgeschaltet, von dir gucken, zu mir gucken, ne, Arimäuschen. Dann gehe ich los. Ferma. Bevor sie zu weit weg ist, unterbreche ich das, sage ich, halte wieder an. Vienikon. Ferma. Und lernen ist Wiederholung. Ne? Bleib doch mal einfach still stehen. Vienikon. Ferma. Okay, do. Vienikon. Ferma. Hier könnte ich auch mit einwirken. Vienikon. Ferma. Prima. Hast du gut gemacht. Okay, do. So. Weißt du? Resta. No. Resta. Okay, du. Resta. Das ist brav. Ja.
Wie und hier habe ich ein brachiales Kommen, ne? Das geht richtig mit Schwung, gell? Wenigkon. Ferma. Brava. Resta. Wenigkon. Hier, an der Hand. Das ist das Handtouch, was wir vorher gemacht haben. Wenigkon. Prima. Na, na, na. Hey, sprechen. Geht zu weit vor. Und kommt zurück. Ja? Okay, du. Wenigkon. Brava. Oh, sie ist eine gute. Was ist? Na, 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 na. Brava, 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 brava. Ferma. Ja, geh ich einen Schritt zurück, kommt sie immer wieder. Das ist eine feine, 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 feine. Alter, sehr gut. Ferma. Na, na, na. Ja, nun war sie hier nicht perfekt angehalten sofort, ist ein bisschen weiter gelaufen, aber trotzdem angehalten und das wird immer bestätigt. Und ich denke nicht, ja, du hättest, du solltest, du müsstest, ja, sondern ich nehme den Willen für die Tat. Sie wollte anhalten, hat angehalten, war nicht ganz perfekt, aber trotzdem hat sie das getan. Ha? Okido. Leine hier am Hals gegengeschoben, hier gezogen, nicht am Hals gezogen. Ja. Wenig. Jo. Ja, und hier kriege ich sie immer wieder. Auch sprechen. Nein, nein, du gehst in die falsche Richtung. Mache hier, komme hier, bleibe hier. Bestätigung. Und dann kommt der Hund wieder. Der Klicker ist aber nicht dafür da, den Hund zu rufen. Okay? Okido, komm, mach aus. Danke dir.